Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Aufpassen, Leute. Und wir müssen unsere Helden beschützen. Was geht hier schon wieder ab, Leute? Das Spiel ist schon wieder so broke as fuck. Aber dazu gleich mehr. Ich will kurz mir einen Überblick verschaffen, kurz ein paar Leute wegballern. Es ist komisch ein bisschen. Was geht hier ab, Leute? Ich suche gerade Ewigkeiten ein Spiel. Es findet einfach kein Spiel. Ständig komme ich in irgendwie halbleere Lobbys. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Aber naja. Egal, jetzt spielen wir erstmal eine Runde. Helden vs. Schurken. Und gucken mal, dass wir hier überleben. Wo ist denn Luke, Alter? Warum ist niemand von uns Luke? Schon wieder der heftigste Bug hier aller Zeiten, weißt du? What? Der hat mich einfach weggemacht. Ach, Leute. Na gut, ist ja auch nicht schlimm. So. Ansonsten habe ich ja gesehen, dass die letzten Videos echt wieder gut bei euch ankamen. Hab mich echt gefreut. Denn einige davon waren ja richtig geil auch. Hab ich richtig abgegangen. Stellenweise. Natürlich wurde wieder mal ein Fehler gemacht, dass irgendwie Part 47 vor 46 und irgendwie so. Das war nicht so geplant, Leute. Für die, die mir auf Twitter folgen, wissen, dass an dem Wochenende Stress war bei mir. Mit Familie und so, ein bisschen Probleme. Ist auch egal, was da war. Auf jeden Fall habe ich nur noch schnell versucht, die Videos hochzuladen, die ich noch hatte. Und dann ist da irgendwas durcheinander gekommen. Ist aber nicht schlimm. Wer den Part 47 war das, glaube ich, verpasst hat, wo ich richtig unnormal abgegangen bin. Warum tötet der Pill? Was ist los mit dem? Ist der doof? Wer das verpasst hat, kann das ja gerne nochmal nachholen. Da bin ich nämlich auf Han Solos Spuren gewesen, Alter. Richtig heftige Shit auf jeden Fall. Crazy, crazy motherfucking Shit. Ja, aber bin ich unsichtbar für die? Also... Ich bin unsichtbar für die. Ich bin der weltbeste Zocker. Was geht da? Obwohl, nee, stimmt ja. Ah, stimmt. Das habe ich natürlich auch gelesen. Das mit dieser Waffe, mit dieser DL, ist natürlich Noob-Waffe und so. Kann man nichts machen, dementsprechend bin ich natürlich doch scheiße einfach, weil es ist eine Noob-Waffe. Und das hat dann dementsprechend nichts zu sagen, wenn du Leute, die auch mit der Waffe wegholst, locker flockig wegholst. Wenn du zwei, drei Leute gleichzeitig mit der Pistole wegholst, ist natürlich alles noobig. Wollen wir gar nicht drüber reden. Deswegen will ich mich auch gar nicht so pushen oder so. Weil die Wahrheit ist nämlich, ich bin scheiße. Haben die neue Kostüme? Irgendwie sieht es anders aus. Oh, Vader! Vader! Ah, was? So. Und übrigens, Leute, ich sag's jetzt schon mal, ihr seht es ja selber, nächste Folge ist Folge 50. Das heißt, die halbe 100 haben wir dann voll. Und wer da nicht dabei ist, ist kein real Fan dieser Reihe, ja. Denn, macht euch da schon mal ein bisschen was gefasst. Das wird natürlich eine kleine, coole Sache. Mal sehen, was ich mache. Ich weiß noch nicht exakt 100% ganz genau, aber seid da auf jeden Fall dabei. Denn, wie jede Folge, wird natürlich auch die geil sein. Und was ich gerade auch schon erwähnt habe, wer das auf Twitter mitbekommen hat. Ich sag's gerne nochmal, weil wenn ich dann wieder lese, was ist denn los, heute kommt kein Star Wars. Ich sag's nicht ohne Grund. Folgt mir da oder checkt es ab. Ja, wenn ihr denkt, irgendwie, warum kommt hier so wenig, was geht denn ab, dann gerne da gucken. Ja, nicht so wie einige schon um 11 Uhr mittags Panik bekommen, kommt heute noch Star Wars? Es ist schon 11 Uhr. Dann kann man noch ein bisschen ruhig bleiben, aber ja, wie gesagt, es ist nicht umsonst da, ja, und man braucht auch keinen eigenen Account, um da zu gucken, was da abgeht. Das zu dem Thema. So, Moment. Wo ist er denn jetzt?
Übrigens, Leute. Was noch viel wichtiger ist. Jetzt bald ist endlich Episode 7 da, Alter. Ich freue mich dermaßen auf den Film. Der wird einfach... Ich glaube, er wird krass. Man kann es natürlich nie wissen. So die Trailer und so weiter, die sind natürlich alle sehr, sehr nice. Am Ende muss man natürlich sehen, was da übrig bleibt, so storymäßig. Habe ich aber auch schon angesprochen, ich finde es ein bisschen übertrieben, wie viel die denn plötzlich dann doch raus sollen. Erst machen sie eine... wen habe ich besiegt? Ich habe gar nichts gemacht. Egal. Erst machen die voll die Geheimniskrämerei und dann, Alter, 80 Milliarden Videos in einer Woche, weißt du? Und noch ein TV-Spot und noch ein TV... Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt wieder für ein Bug? Hä? Was ist denn jetzt los, Leute? Ist die Zeit abgelaufen? Komisch. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Ich freue mich auf den Film, ich habe richtig Bock drauf, ist klar. Ich denke, ihr alle habt auch da Bock drauf, sonst würdet ihr nicht ein Star Wars Spiel gucken, aber nicht den Film, das wird irgendwie keinen Sinn machen. Finde ich. Also nicht viel, jedenfalls. Deswegen. Mal sehen. Aber ich fand es echt ein bisschen viel, Alter. Da kommt noch ein TV. Ich glaube, 20 TV-Spots gibt es mittlerweile. Alter. Muss nicht sein. Übertreibst da schon ein bisschen, finde ich. Versucht sie in Umarmung zu bringen. Ah! Seminia! Weg von meinem Helm, Alter. Oh, Mann. Was ist denn hier los, Alter? Ich werde den Eindruck nicht los, dass die Scheiße hier unnormal verbuggt ist. Was wollen wir jetzt? Leute. Nein, ich habe mich verladen. Wow. Habt ihr den? Ja, haben sie. Alter, wir haben's geschafft. Alter Schwede, Mann. Das ist, sorry, ich war jetzt echt übertrieben in Konzentrationsphase. Aber ich check immer noch nicht, was mit der letzten Runde war. Was war da los? Na gut. Aber ich bin 17,5. Ich bin ganz gut unterwegs. Gefällt mir. So muss es auch sein. Hallo, aus dem Weg jetzt, ihr Pisspacken. Na, wer will Stress? Unique Halo und dann erstmal einen 80-fachen Code hinterher schreiben. Alles klar, Mann, du bist extrem unique. Ich hab ihn verwundert. Okay, das ist eine Sache. Schön ein bisschen gegeben, während Luke ihn jetzt zerstört. Perfekt, Mann. Perfekt. What? Wieso trifft er mich ausgerichtet? Habt ihr das gesehen? Ich stehe zwischen 15 Leute von mir und er schießt einfach quer durch die ganze Meute, um mich zu bumsen. Ey, was soll der Quatsch immer? Es ist einfach dieses Pech, was mich verfolgt. Ja, wir haben schon gewonnen. Darf ich vielleicht jetzt mal jemand anderes spielen außer Leia? Also... Na? Yeah! Davon habe ich gesprochen. Davon habe ich gesprochen. Gut. Hier sollen wir jetzt richtig zerschauen. Zack, Junge! Siehst du das? Alter, weg hier! Ich habe jetzt schon 5 Punkte verloren.
Wie ist das passiert? Soll ich hier einfach mal runterjumpen? Das wäre cool. Es geht los. Komm, Han, den machen wir platt, Junge. Zack, zack, Junge. Ja, nicht abstauben. Wir machen den gemeinsam platt. Ich kill ihn aber. Das war der Plan, Junge. Was hält der aus, der Ficker? What? Zack, Junge. Die stauben vor meiner Fresse die Kills weg. Motherfucking shit, ich bin right now tot gleich. Nehmt euch an, nicht mich, Mann. Ich steck fest. Mann, ey. Habt ihr gesehen schon wieder diese Slapstick-Nummer, wie er in der Luft am Laufen ist? Ja, tut mir leid, ich bin wieder in der Spalte stecken geblieben, weil ich zu groß bin. Das kenne ich auch einfach aus. Gut, 22.8. Naja, ist auch schon ein bisschen Loop-mäßig mit Loop durch die Gegend zu laufen und mit einem Lichtschwert drauf zu hauen. Ich find's immer lustig, dass dann immer Leute, ich nehme das gar nicht ernst, ich mag ja eher lustig drüber. Ich find's immer lustig, dass dann Leute immer irgendwie eine Ausrede finden, anstatt einmal zu sagen, ja, war nicht schlecht. So, mir ist bewusst, dass es nicht die dass es nicht die heftigste Skillerwaffe ist. Hab ich das jemals gesagt? Ich habe sogar das angesprochen, dass sie ja extrem stark ist. Aber solche Leute gibt's halt immer. Als ich noch mit dem Anfangsblaster gespielt habe und gut Kills gemacht habe, die eine Runde, hieß es, ich campe. Jetzt ist es, ich benutze die Noob-Waffe, also es ist immer irgendwas. Aber das sind ja auch nur fehlgeleitete Kollegen. Die meisten von euch wissen ja, dass ich ja heftig unterwegs bin. Ihr wisst es ja. Und nur jetzt hier auch nichts vormachen oder sowas. Wir wissen es alle. Au. Spaß, Mann. Alles nur ein bisschen Spaß. Nein, ich wollte zu Ehren gerade, Mann. Das sind miese Fickers. Ohne Scheiß, Leute. Muss ich euch nicht erzählen. Nicht nur aus dem Sinne, dass... Also, das ist mein Tipp. Ihr wisst es ja selber. Spawnt, sobald ihr könnt, spawnt immer als Ehrengarde. Nicht nur in dem Sinne, um Leia zu beschützen oder halt dann Palpatine, sondern einfach, weil die gefühlt mehr aushalten, aber 100% mehr austeilen. Deswegen, die sind richtig gut. Achso, wir haben gewonnen übrigens. Ich wurde noch überholt. Die meisten Kills habe ich aber trotzdem. What, what? MacGyver, Alter. Wie ich... Meiste Kills als Held, der 16 Stück? Ja gut. Ist halt das Ding, wenn ich Held bin, versuche ich immer die anderen Helden kaputt zu machen und nicht irgendwie auf Killsjagd zu gehen. Meistens, jedenfalls. Aber wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache, Leute. Das ist die Hauptsache. Gut. Das war dann eher so ein bisschen Leia-dominierter Part. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, Leute. Das soll es nämlich hier gewesen sein, aber die Folge 50... Jo, macht euch da auf was gefasst. Das wird lustig. Doch, hoffentlich. Ja, ich hoffe. Mal sehen. Wird auf jeden Fall ein bisschen sich abheben von den anderen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, checkt mein Twitter. Folgt mir da am besten, wenn ihr keinen Twitter-Account habt. Guckt da gerne mal rein. Anstatt immer die Videos voll zu posten. Ey, was ist hier los? Einfach selber informieren. Und wenn ihr dann nichts habt, dann könnt ihr gerne nachfragen. So, ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.